Bietet denn diese HRV-Untersuchung auch eine Möglichkeit eines gewissen Trainings? Ja, es gibt Methoden, die wir als Biofeedback bezeichnen. Das Schöne an dem Training ist für viele Menschen, dass sie plötzlich merken, war ich entspannt oder nicht. Das Problem ist, dass ich in der Reha-Klinik immer habe, wir schicken die Menschen in autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Meditation. Und wenn ich hinterher frage, waren sie jetzt entspannt, hat es was genutzt, dann sagen die, Herr Jordan, woher soll ich das wissen? Das heißt, wir haben keine Sensoren, keine Fühle, die uns wirklich verlässlich vermitteln, dass wir entspannt sind. Außer, dass vielleicht jemand sagt, ja, es muss entspannt gewesen sein, weil ich bin eingeschlafen. Das ist aber natürlich kein Entspannungstraining, wenn man einschläft, sondern eher Abwehr. Und dieses Biofeedback-Verfahren, das ausschließlich aufs Herz-Kreislauf-System konzentriert ist, ist deshalb genial, weil man innerhalb kürzester Zeit über die Atmung das vegetative System und vor allem das Herz-Kreislauf-System in einen beruhigenderen Rhythmus bringen kann. Da reichen bei den meisten Menschen schon die ersten 5 oder 10 Atemzüge, die ganz bestimmt ausgeführt werden müssen, nämlich ganz langsame Atemzüge. Und sofort sieht man, dass der Herzrhythmus sich darauf einstellen kann, wenn man nicht irgendeine Krankheit hat. Insofern kann jeder damit wunderbar trainieren und das haben die meisten Menschen, die ich kenne, sehr gerne. Man bekommt eine Belohnung, weil man zurückgemeldet bekommt, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Und das kennt jeder Mensch, wenn sie jeden Tag autogenes Training machen und sie wissen gar nicht, ob das was nutzt, dann hören sie irgendwann damit auf. Wenn sie aber immer eine Belohnung bekommen, indem das Gerät ihnen sagt, ja, sie waren heute gut, dann neigt der Mensch dazu, das auch gerne und auch regelmäßig weiterzumachen.